Danke fürs Zuschauen. Wenn Sie sich wohlfühlen, melden Sie sich für einen Kanal an, um 5000 Abonnements zu erhalten. Es wäre jedoch nicht der Fernsehgarten, wäre das schon alles gewesen. Wenn man schon einen Penis hat, darf der Busen nicht fehlen. Und den lieferten in diesem Fall Anita und Alexandra Hofmann, die trugen nämlich arg gewöhnungsbedürftige Jacken, die bei einem sehr ausladenden Move den BH von Anita freigaben. Ganz schön versext dieser Fernsehgarten. Schlagermaler hatte Andrea Kivell die Auktion genannt. Die Regeln waren entsprechend einfach: Person 1 musste einen Schlager zeichnen, Person 2 diesen dann erkennen. Moderatorin Andrea Kivell sollte eigentlich nur als, ja, Moderatorin fungieren, blöd nur, dass kein billiger Witz günstig genug ist, dass Kiwi ihn nicht lautstark herausposaunt. So malte Kandidatin 1 einen kleinen Kringel, da platzte es aus Andrea Kivell heraus. Ist das ein Penis, sag mal, fragte die Fernsehgartenlegende. 11:30 Uhr, Musikeinlagen, Pflanzentipps und mehr oder weniger lustige Spiele, dafür steht im Allgemeinen der Fernsehgarten im ZDF. Am vergangenen Sonntag übertrieb es Moderatorin Andrea Kivell aber ein wenig, zumindest wenn man den Geschmack der Zuschauer dafür zugrunde legt. So hatte sich das Fernsehgartenteam als lustiges Spiel eine Art Montagsmale ausgedacht. Es ist Sonntag und damit geht auch endlich der Fernsehgarten wieder los. Natürlich fehlen wir auch bei dieser Ausgabe nicht. Den Fernsehgarten im Live-Ticker gibt es hier, 11:40 Uhr, in 10 Minuten geht es bereits los, Freunde. Heute unter anderem am Start, Irene Scheer, Nicole, Jürgen Drews und Mary Rose.